Hallo zurück, so. Liebe Internetzuschauer, zusammen mit Val und Lan. Genau. Kleiner Trick, ich zeig's kurz, kleiner Trick auf der Karte. Wir sind ja immer noch im verseuchten Biom, in dem ersten verseuchten Biom, in dem noch nicht so schlimmen. Und auf dem Wasser zählt das nicht. Da das eine Straße ist, die auf dem Wasser ist, zählt es hier nicht als verseuchtes Biom. Deswegen haben wir uns kurz ausgezogen, erfrischt. Und jetzt ziehen wir unsere Klamotten wieder an. Ja. Und gehen ins verseuchte Biom rein. Was soll denn hier so zu looten sein eigentlich überhaupt? Verschiedene Dinge. Regenmantel an. Oh, rechts rennt irgendwas sauschnelles Leuchtendes rum. Der hat sich eben bewegt, der ist sauschnell. Das war nicht derselbe, den wir vorhin auch hatten. Den müssen wir vielleicht nicht machen. Der ist sehr schnell. Nehmen wir einen Feuerwehrmann da. Ich guck mal. Wollen wir den machen oder was? Ja, hier gibt's halt die Bossgegner und hier gibt's den geilen Loot. Wir müssen schon machen. Feuerwehrmann ist tot. Okay. Der andere ist auch tot. Geh ich mal gucken, was es überhaupt war. Firefighter. Irradiated Boss. Da ist okay. Nichts drin gewesen. Ach. Ja, den Pilz nehmen wir aber mit. Das sind die Sachen, die wir suchen. Radiated Boss und wir brauchen, wenn wir hier drin ein halbwegs intaktes Gebäude finden. Da geht der Punk ab, da sind die schweren Jungs und da gibt es auch den geilen Loot. Also, verdammt. Ich, na. Was ist los? Oh, hier ist wieder ein riesen verseuchter Hyäne. Ich falle wahrscheinlich gleich durch den Boden. Ich habe hier einen Konsolenfehler gehabt. Oh, man. Da muss ich von ausgehen, dass ich gleich durch den Boden falle irgendwo. Okay. Ja, mal gucken. Noch geht's, aber Konsolenfehler ist nie gut. Warte mal, hier drüben ist was. Oh, jetzt kriege ich aber richtig schwere Konsolenfehler her. Ja, du läufst bei mir auf der Stelle. Ich bin raus aus dem Spiel. Astra, kannst du mal eben auf mich aufpassen? Dann logge ich mich aus und komme wieder. Jo. Siehst du mich hier irgendwo? Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Springe ich für dich? Nee, ne? Nee, du stehst. Alles klar. Ich gehe mal eben raus. Ach, ich muss das Spiel komplett beenden. Glaube ich. Leider. Razer, hallo. Was geht ja da noch anders? Ich glaube, ich muss das dann komplett beenden. Ich hoffe, ich überlebe so lange. Es wird ja auch bald dunkel. Wie spät ist es denn jetzt? 18.38 Uhr. 18 Uhr, alles gut. Das soll jetzt nicht unverschämt wirken, weil wenn ihr wieder zu Hause seid, könntet ihr alle eure Uranium ins nächstgelegene AKW bringen und es einmal laufen lassen. Das können wir eigentlich mal machen. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass die Psyche in den Keller geht, wenn man hier in diesem Gebiet ist? Nee. Dann tue ich es jetzt. Okay. Das Schlimmste an diesem Biom ist, dass die Psyche in den Keller geht und man richtig verrückt wird. Also irgendwann wirst du crazy und fängst an, um dich zu schießen und so. Also ja. Irgendwann? Ich bin noch bei 30% jetzt. Mehr habe ich nicht mehr. 29. Es geht bei mir straight away nach unten. Ja, aber wenn man einmal stirbt, dann bist du sowieso auch 20 runter. Also sowas kommt ja vor. Oder meinst du, das geht jetzt straight weiter auf Null? Ja, das geht runter. Das geht runter. Ich habe auch keinen Gebetsteppich dabei. Da hatten wir es vorhin. Geiler Loot, Taschenlampe. Ja, da vorne sind die schönen Sachen, aber... Nicht wieder die Werkbank verkloppen. Ach, das war bedauerlich, ja. Ja, ich lade immer noch das Main-Menü. Also das Problem ist, ich bin ja... Ach nee, mein Charakter ist ja gar nicht drin. Ne? Ich bin ja ausgelocht drin. Ne? Ja, immerhin etwas. Ich brauche leider noch ein bisschen, bis ich wieder komme. Das ist schade, dass es dann ab und zu abstürzt. Ja. Liegt sicherlich am Mod, aber ich sag mal, die Spielegrundlage ist da eben auch nicht die beste, die man haben kann. Ne? Ja, Abend. Ah, jetzt weiß ich wieder, was das war. Fuck. Das ist ein Spinnenhort. Und was? Er sagt Spinnenhort. Beschreib es mal, wie sah es denn aus? Es sieht aus wie bei den Schlümpfen, so ein Haus mit so roten Punkten. Und da kommen radioaktive, dicke Spinnen raus. Okay. Okay, ist Aldo da, lieben Groß übrigens. Hab ich mich doch ein bisschen erschreckt. Wo bleibt er, Well? Ich bin connecting to Server Astra. Super. Da ist es.
Die Schlumpfhütte. Das ist der Spinnenbau. Der Radioaktive. So sieht es aus, wenn er nicht gestinkt ist. Ich konnte es leider nicht selbst sehen. Was sagt, du sollst aufhören, an die Pilzen zu lecken. Ja. Aber dann sammle ich mal die Pilze in der Umgebung ein. Oh, radioaktive Riesenskorpion. Ich muss die Quest aktivieren. Die Quest kannst du, glaube ich, auch aktivieren, wenn die nicht als active angezeigt wird. Die versorgt mir nur nachträgliche Screenshots. Quest kannst du, glaube ich, auch so machen. So, ich bin wieder da, Asrak. Alles klar. Rechts von dir, da ist dieser Spinnenbau. Da liegen jetzt auch zwei tote Spinnen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich bin nicht bei meinem Minibike. Okay, nee, bist du nicht. Ah, komm zu mir gelaufen. Du bist in der Nähe. Ja. Aber hier sind zwei Hyänen, da muss ich an vorbei. Das ist etwas schwierig gerade. Also eine Boss-Hyäne ist hier. Und eine normale. Vielleicht kannst du mir mal entgegenkommen und dann machen schon wir zusammen auf die Boss-Hyäne. Schon auf dem Weg. Schießt du auf die Boss-Hyäne oder? Ja, und ich treffe sie nicht, weil... Ich aber. Jo, sie ist weg. Die Kleine ist auch weg. Komm zu mir. Okay, alles klar. Aber ich kann nicht mehr schnell laufen, weil ich Hitzschlag kriege. Wir sollten jetzt auch Waffen, wenn es geht, irgendwie so möglichst, also keine Schusswaffen 51, in die Hand nehmen. 51 Grad, ich kann ich habe 104 Fahrenheit, aber meine Psyche geht runter, ich habe nur noch 23 100, Psyche. 104 hast du deutlich weniger, du musst es durch 3 teilen und dann minus, ich glaube 30 oder sowas. Ja, 30 hattest du mal gesagt. Also dann hast du vielleicht 20 Grad oder sowas, ich habe 52 Grad zählen. Was? Was waren das für Feuerbälle da vorne? Ja, das ist die radioaktive... Ich glaube, die Spinne war das. Die kommt da noch auf dich zu, die Spinne. Ich bin aber nicht sicher, ob die das war. Ja, das ist. Ja, das ist sie. Alter! Lauf da weg! Wieso fällt mir nicht tot? Ich hab sie abgelenkt. Hau da ab! Oh, ich hätte, du wärst ja fast in den Schuss gekommen. Ja, ich rechne mit allem. Aber ich komme nicht schnell weg hier. Hardcore. Okay, das Vieh hält's aus. Meine Güte! Grad. Oh, endlich! Boah, ich muss was trinken hier. Ich muss aus diesem Biom raus. Ich schaff's gar nicht mehr zu meinem Minibike. Vier Knochen sind im Spider-Boss. Leck mich doch, ey. Vier Knochen? Mehr nicht? Vier Knochen. Oh, kann man nicht angehen, ey. Ja. Lass uns auf die Bikes und erstmal wieder zurück auf den See. Da sind wir erstmal raus aus der Scheiße. Ich kann nicht mehr laufen. Ja, ja, ich beschütze dich. Ich kann dich, nur ja. noch kriechen. Also ich kann nur noch... Also das ist Schleichtempo, was Hast ich Hast du was zu trinken? Ja, aber bringt nichts. Geht sofort wieder auf Null runter. Also geht sofort wieder runter. Das ist... Ich kann gar nicht mehr trinken, ich hab Lex. Ich kann wie drück vielen Blöder die rechte Maustaste. Okay, ach, geh ich bin aufs nicht Bike. Durstig. Ja, geh ich aufs durstig Bike. Bin. Ja. Geh aufs Bike, zurück aufs Alles Wasser. Klar. Wir fahren zurück aufs Wasser. Ja, machen wir das. Es ist übel hier, weißt du das? Ja, und das ist nur, die, das ist nur die Vorstufe. Und hier sollst du, hier willst du ein Haus suchen? Also wenn hier Häuser, es gibt hier so angebrannte Häuser, da ist der mega geile Loot drin, da sind aber auch die dicken Bosse drin. Du hast ja noch gar nicht die schlimmen Sachen gesehen. So. So, in dem Bereich hier ist nichts mehr, außer einem Fischer.
Ein Fischer. Okay, erstmal Poncho anziehen und alles andere ausziehen. So, das kühlt. Aber ich kühle hier im Leben nicht runter. Also wir können ja wahrscheinlich eine komplette Folge stehen. Ich kühle hier nicht runter. Du kannst den Cowboy-Hut schnell anziehen oder irgendwas anderes? Habe ich nicht. Hast du noch Eistee? Ja, 4 noch. Trinken. Nee, ich suche mir Stoff. Ich will mein T-Shirt reparieren. Ein Stoff brauche ich irgendwie. Hier muss irgendwo ein Beutel rumliegen. Hast du Schmerztabletten dabei? Ja, warum? Dann hast du Durst. Weil dann hast du Durst, wenn du die nimmst. Dann kannst du mehr trinken. Ich bin jetzt im Wasser, kühl ein bisschen ab. Ist zwar so ein bisschen Verschwendung der Schmerztabletten, aber wenn es du stirbst. Du kannst ja aus Blendfiber dann auch einen Hut machen. Und ich kann dir auch einen Hut machen, wenn du willst. Einen Cowboy-Hut. Ah ja, aus Blendfiber kann er richtig. Ist das aus Blendfiber, ne? Ja. Ich wollte halt mein T-Shirt nur ganz gerne mal reparieren, weißt du? Mhm. Aber ich habe nur noch einen Gemütszustand von 24%. Ne? Ja, so Dito, da bin ich auch dabei. Ja. Man sollte halt, wenn man in dieses zerstörte Gebiet fährt, dann ein paar Bilder, ein paar Blumentöpfe mitnehmen und dann hier zum Beispiel auf der Straße ein paar Blumentöpfe und sowas, damit du von der Psyche wieder hochkommst. Weil wir sind das auch von der Psyche down. Das ist da habe ich nicht dran gedacht. Idee. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich auch nicht. Also ich wusste auch nicht, dass es so schlimm ist, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, das ist ja noch nicht das eigentliche Gebiet, wo wir hinwollen. Das ist nur der Vorhof, der Vorgarten. Na, kühle ich denn jetzt rund? 38, jetzt kühle ich runter. Mit dem Hut zusammen. Und dem Wasser. Ja, jetzt kühle ich endlich wieder runter. Also auch recht zügig, sage ich mal so. Mal gucken, ob ich hier irgendwo noch Stoff finde im Loot. Hier ist kein Loot. Doch. Auf der Straße liegt meistens was rum. Da war vorhin ein Rucksack, den habe ich zerkloppt. Da war Stoff. Kam hier Stoff raus. Oh, 10 Bullet Casings. Du bist auch infected, Tatsache. Infiziert bin ich auch noch. Mhm. Statt Stage 2. Ich hätte doch mal diese Superspritze mitnehmen sollen. Weil dadurch verliere ich jetzt auch nochmal Ausdauer, weißt du? Ja, ich muss gucken, ob ich noch was gegen Infektion habe. Das ist nicht mein Bike, das ist deins. Hm. Meinst du, du hast eine Antibiotikum mitgenommen? Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Habe ich leider schon benutzt, weil ich selber. Ich hatte nicht Ach, zwei hier, mitgenommen. Du warst ja auch schon infiziert? Ja, klar, durch einen Angriff von denen. Ich bin ja auch getroffen worden. Moment, habe ich nicht Antibiotikum mitgenommen? Hattest du mir das nicht geraten? Ja, hatte ich dir geraten. Nee, Antibiotikum habe ich nicht mitgenommen. Okay. Ich habe die Jod-Tabletten habe ich mitgenommen. Aber die brauchen wir doch gar nicht eigentlich, ne? Die Antibiotikum. Nee, im Moment nicht, weil wir nicht Radiation sind. Kriegen wir doch hier wahrscheinlich auch nicht. Ja, es kann halt passieren, dass du angesteckt wirst. Die Pilze sind ja interessant. Blumentöpfe geben im Original als aus Erde und Pflanzenfasern. Plant. Potted Plant. Lump of Clay bräuchten wir dafür. Clay. Ich habe eine Schaufel habe ich dabei. Ja, aber hier ist nichts. Wir müssen aus dem Gebiet raus. Ja. Naja. Wollen wir jetzt wieder zurück? Erstmal? Ja, ich bin überlegen. Also pass in der auf, Nähe auf von die, diesen. Guck wenn mal. Du auf die Map guckst, ne? Da wo wir eben waren, da geht so ein Stichweg runter, ne? Geht es vielleicht da zu diesem Spinnenbau, wo du warst, oder könnte es sein, dass da ein Point of Interest ist? Da geht's zum Spinnenbau. Achso, schade. Außerhalb des Gebiets fängt eine Stadt an. Die Stadt ist teilweise im radioaktiven Bereich und teilweise draußen. Da können wir ein Lager aufschlagen. Das hast du noch nicht gesichtet. Nee, Astag, guck mal auf was anderes. Da, wo wir reingefahren sind ins Biom, ja? Ja. Siehst du, dass da eine Straße genau senkrecht nach Norden geht, durch dieses Biom hier? Hast du das auf deiner Map mit drauf, oder nicht? Ja, das ist Teil der Stadt.
Da geht's zur Stadt. Ja, da wollen wir hin, ne? Ja, genau. Also wieder zurück sozusagen. Und ein Stück erstmal raus und dann. Genau, dann lass uns noch die Klamotten wieder anziehen. Oder bist du so weit runtergekühlt? Geht's? Ich bin runtergekühlt, ja. Ich ziehe mich gerade um und dann kann es weitergehen. So, jetzt trinke ich erstmal Wasser. Alles klar. Ich esse nochmal eben was. Und nimm noch eine Bandage. Okay, alles klar. Kann losgehen. Sekunde, ich muss mich nur umziehen. Und vielleicht finden wir dann da ja auch einen schicken Blumentopf. Es ist auch 21:35, da möchten wir hier auch gar nicht mehr sein, glaube ich. Hm. Na? Okay, wir können. Okay, go. Also wie gesagt, erstmal wieder raus. Aus dem Ganzen der Straße folgen und komplett rausfahren. Ja. Es sei denn, wir sehen hier noch einen Kroko, dann halten wir natürlich an. Aber wie gesagt, wir haben genug für zwei weitere coole Männer. Perfekt. Oh, ein Sub. Immer wieder Resub. Eine Freude, euch ja zuzusehen. Gucken, was go, heute go, Abend go. Nochmal, go, 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 Shimai. Vielen Dank für den Resub. 5 Monate. Mega. Vielen lieben Dank. Danke dafür. Sehr schön. Habt ihr gesehen, wie der sich hingeschmissen hat? Feuerwehrmann, direkt in den Dreck geworfen. Ja, hast du auch? Bei dir auch? Ja. Oh Gott, die kommen wieder. Ich schmeiß mich hin. Oh Gott, die wieder. Die wieder. Hier sind noch mehr Feuerwehrmänner. Ja, aber die ignoriere ich jetzt einfach mal. Ja, genau. Wir fahren jetzt erstmal raus aus der Scheiße. Oh. Yeah. Ach genau, nee, oder? Was? Ich hänge am Stein und krieg jetzt vom Zombie noch eins auf die Nuss, ey. Das ist so undankbar. Warte. Wollen wir die Straße hier nach Norden fahren in dem Biom mal eben und nur mal gucken? Ich mache eine Markierung und bis dahin folge mir einfach. Warte mal, Sekunde. Ich will auch eine Markierung haben. Moment. Das wo hinten ist denn? Ich folge dir einfach mal. Genau. Aber hier geht's ja so schön geradeaus, weißt du? So, das kann man ja mal gucken, wo so. Es hier hingeht. Ja, ich. Nanu, bist du von der Straße runter? Nein, alles gut. Ach, alles klar. Wir sind außerhalb dieses Bereichs. Ich steig kurz ab, töte, was hier rumsteht. Wieso, hier ist der Bereich gar nicht mehr? Nein, deswegen. Du hast ihn jetzt aber auf der Karte. Und da unten geht's zur Stadt. Die liegt jetzt im verseuchten Bereich. Wir sind genau am Rande sozusagen. Ein Stück weiter da vorne geht's wieder los. Ah, richtig. Das heißt, hier können wir die Scheiße ausziehen. Und die Häuser da vorne sind aber in dem... Aber da gibt es noch nicht besseren Loot, ne? Unbedingt, ne? Das so. Ist halt nur einfach nur eine Stadt, die da zufälligerweise in den Mistbiomen ist, ne? Oder? Genau. Wollen wir uns in der... Ja, weiß nicht, was wollen wir denn machen? Wollen wir in der Scheune übernachten oder nee. Das ist die Überlegung. Wir machen jetzt hier ein Häuschen klar. Das heißt, hier eins auf der Straße müsste das sein. Ja, das bleibt ja nur hier oben eins. Ja, genau. Wir müssen gucken, was wir hier haben. Ja, zwei Scheunen leider nur. Nichts Besonderes. Nee, nichts Besonderes. Dann bauen wir die Scheune um oder so. Ach was, wofür? Warum denn umbauen? Okay, gehen wir erstmal rein und klären das. Sekunde. Okay, Achtung. Oh, ein Rock. Sehr schön. Cool. Ist der blau? Ja. Das ist geil. Ja, hier drin ist fette Essen. Mietst du, wenn du Hunger hast. Habe ich auch noch 5... Achso, Stu direkt. Mietst du direkt. Ja, ein bisschen Hunger hätte ich. Dann in der blauen Box. Mhm. Okay, hier oben können wir uns einrichten. Das ist hier auch nichts. Ich guck mal nach, was nebenan drin ist. Ja, die Scheune ist erstmal geklärt. Nebenan ist ein Leuchter drin. Ja. Da leuchtet schon was. Das sehe ich jetzt schon, dass da drin was leuchtet. Mache ich jetzt, glaube ich, mal nicht die Tür auf, ne? Nee.
Ich kann wollen ja uns vor allen Dingen gleich mal ein paar Beide Pflanzenkübel sein. Herstellen und so. Ja, genau. So. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal an. Ich hab doch hier, genau. Oh, das Geheule geht mir auf den Sack. Es wird Zeit, dass wir Pflanzentöpfe herstellen. Wo ist Clay? Ich hol welches. Geradeaus, da unten ist Clay. Und naja, hier rechts ist Clay. Naja, genau. Ich hol welches. Ich stehe schmiere. Wie viel brauchen wir denn so? Nicht viel, ne? Für so einen Pott? Für so einen Pott doch 5. Ach. Und wir brauchen Erde. Erde? Ja, komm. Dann gehe ich einfach einen Meter weiter. Und dann haben wir die Erde. Und was brauchen wir noch? Plant Fibers, oder? Plant Fiber habe ich jede Menge. Habe ich immer einstecken. Geht bei mir nie aus. Dann, kannst du mir noch ein paar Plant Fiber... Ach, ja. Aber ich hol mir mal eben. Nee, lass mal, ich besorg mir gerade weg. Alles klar. An der Minibike ist noch Licht an. Da musst du mal gucken, ob du das vielleicht ausmachen willst. Ja, ja. Den Batterien meine ich nur. Ne? Ja, ja, klar. Machen wir hier irgendwo Holz. Das Problem ist, dass ich immer noch eine fette Infektion habe. Wir richten uns hier nur einen vorzeitigen Stützpunkt ein, sonst nichts. Naja, aber ich bin ja schon Stadium 2, weißt du? Mhm. Was mache ich damit? Das geht auch ganz gut zusammen, ne? Ja, läuft. Kannst du schon Pflanzenpötte herstellen? Ich habe schon 7. Ich warte nur darauf, dass unsere Wohnung oben fertig wird, dass wir raufgehen können und die da hinstellen können. Okay, ich verstehe. Na gut, ich kann hier unten eben auch mal eben ein, zwei herstellen. Nee, oben, alles gut. Ja, einen machen wir hier, wir stehen jetzt ja gerade hier. Ist ja vielleicht auch sinnvoll. Und schon kriege ich ein lachendes Smiley. Wie geil, da steht er schon und freut sich. Ja, er hat ein einfaches Gemüt, ne? Ja, absolut. Lydia, hi. Ach, schon ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Fahrenheit, ja, genau. Was war das? Maple Seeds, okay. Okay. Ich höre draußen einen Zombie. Kommst du mit hoch? Naja, ich krieg gerade erstmal eins in die Fresse. Echt?
So, jetzt da so ein paar. Hast du kein Holz mehr, oder was? Doch. So, gerade Kiste mal hergestellt. Ja. Ich werf mal ein bisschen Fleisch in. Ja, mach das. So, das sieht doch schon ganz wohnlich hier aus, oder? Ja, so langsam wird's gut, ja. So. Sehr schön, so lässt sich doch leben. Ich habe hier noch eine Vitaminpille, aber die hilft ja auch nicht mega viel, ne? Nö, das ist okay. Du hast noch einen Regenmantel an, der heizt auf, ne? Hab ich? Ja, zieh dafür lieber ein Poncho an, der kühlt runter. Das waren Ratten eben, ja. Achso, wir könnten den Ort hier mal markieren, als Außenposten, wenn wir den schon anfangen umzubauen. Das ist eine gute Idee aus dem Chat. Chat hat immer super Ideen. Ja, und kannst den mal teilen, dann kann auch Land mal gucken, wo wir überhaupt sind. Irgendwie. Ja. Beim Hitchloch geht auch nichts über ein wärmendes Feuer. So sieht das aus. Es ist leider nur Charred Meat. Das macht natürlich durstig, aber irgendwas ist hier immer, ne? Irgendwas ist immer. Ich pack das Fleisch mal. Habe ich geschert als Außenposten. Ja, okay. Lan? Hier bin ich, warum? Falls du dich gefragt hast, wo wir stecken, du hättest da jetzt einen gescherten Außenposten. Wir bauen uns hier gerade ein. Ich krieg das schon mit. Ich höre euch sehr gebannt zu, wie ihr euch da häuslich einrichtet mit Blümchen und so. Mag jetzt falsch klingen, aber... Oh, wir haben auch einen Pinsel gefunden. Jetzt müssen wir nur noch Farbe finden. Hätte ich ihn nur zerrissen. Du zerreißt Pinsel? Du verbrennst auch Bücher, oder? Ja, und esse Kinder. Die schmecken wie Hühnchen, oder? So, ich pack mal... Stimmt, da hat er recht. Ich pack mal unser Essen und Trinken aus dem Bike da oben in die Kiste. Ah, du bist da draußen, holst den Mais. Ja. Guter Mann. Das ist schon eine kleine Vorbereitung fürs Hardcore-Event hier. Einfach mal kurz so ein kleines Haus zu improvisieren. Finde ich gut. Okay. Naja, du weißt ja, plötzlich, ne? Es wird Nacht und dann. Sag mal, da kommt mir gerade eine Idee. Mhm. Hast du noch Konservendosen? Ja. Mhm. Pack sie mal in die Kiste. Sie sind drin. Ich pack die radioaktiven Pilze jetzt auch rein. Alles, was wir haben. Boah, mir geht's echt nicht gut von der Gesundheit. Das habe ich voll unterschätzt. Ich hätte mir mehr Gesundheitssachen mitnehmen sollen. Und wir haben hier kein Bett. Oh, wir sind bei 28 Minuten, sehe ich gerade. Okay. Dann lass uns doch mal wieder einen Cut machen, oder? Ja. Okay. Wir melden uns, dann sehen wir uns, wenn es wieder Tag ist. Nächste Folge, dann bringe ich Wasser mit. Okay, bis dann. Ciao. Was, wenn es wieder Tag ist? Jo. Echt? Okay. Ja gut, machen wir das so. Okay, tschüss.